Wie der Name es schon sagt, erwarten euch hier vier unterschiedliche Spiele. Es sind aber keine einfachen Minispiele, sondern klassische Brettspiele. Schach, Dame, Othello und Backgammon erwarten euch. Nette Spielesammlung, aber alleine geht schnell die Luft raus. Adventure Island ist die Portierung des NES-Titels und im Prinzip Wonder Boy. In diesem Plattformer steuert ihr den Helden durch verschiedene Level und diverse Tiere helfen euch auf eurem Weg. Solider Titel, aber letztendlich Geschmackssache. Asteroids ist die solide Portierung des Spielhallen-Klassikers. Ihr steuert ein kleines Raumschiff und müsst Asteroiden abschießen. Dabei müsst ihr mal mit dem Schub steuern und so ist das Ganze nicht so ganz einfach, wie ihr denkt. Leider wird nicht viel dem Spiel hinzugefügt und am Schlussstrich ist es aber eine solide Umsetzung des Klassikers. Der Film sollte ja einigen bekannt sein und fällt in die Kategorie so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Leider ist das Spiel dazu nicht so kreativ und euch wird hier nur ein Standard-Plattformer geboten, der noch nicht einmal wirklich gut ist. Ihr meint, könnt hier, cool wie ihr halt seid, auch ab und zu mit einem Skateboard fahren. Yay! Das Spiel ist ein netter Plattformer mit einem Twist. Wie der Name schon sagt, spielt ihr einen Geist. Der kann natürlich nicht direkt agieren und so schnappt ihr euch einfach einen Gegner, den ihr dann steuert. Jeder von diesen spielt sich natürlich etwas anders und so kommt einiges an Abwechslung hinein. Das Spiel ist auf jeden Fall immer einen Blick wert. Naja, bei dem Titel könnt ihr ja euch denken, dass euch hier nichts Gutes erwartet. Es ist jedoch mal keine Minispielsammlung, sondern ein Plattformer. Leider bewegt ihr euch nur im Schneckentempo und das Ganze ist einfach anspruchslos. Finger weg von diesem Spiel. Batman geht immer. Und in diesem soliden Plattformer steuert ihr natürlich den düsteren Helden durch verschiedene Umgebungen und müsst allerlei Gesocks erledigen. Dafür könnt ihr auch auf verschiedene Gadgets wie Seile oder Batarangs zurückgreifen. Es gibt bessere Spiele in dem Genre, aber ihr könnt hier nichts falsch machen. Das Spiel ist eine Gameboy-Umsetzung des Klassikers Schiffe versenken. Ihr platziert eure verschiedenen großen Schiffe auf einem Raster und dann beschießt ihr euch rundenweise abwechselnd mit den Computergegnern. Immerhin wird das Gameplay im Vergleich zur Papiervariante mit einigen verschiedenen Waffenarten und so weiter erweitert. Das Spiel ist ganz nett. Karate ging damals immer. Das dachte sich auch Electro Brain und brachte ein Spiel zu dem Thema heraus. Ihr begleitet einen Kämpfer durch seine Turnierkarriere. Ihr müsst trainieren und Wettkämpfe bestreiten. Bionic Commando ist der Port eines wunderbaren Plattformers. Ihr steuert einen Elite-Soldaten und der kann nicht springen. Da kommt eure Spezialfähigkeit ins Spiel, euer bionischer Arm. Damit könnt ihr euch an Decken und Ähnlichem entlanghangeln und damit zum Beispiel Abgründe überwinden. Ich kann das Spiel nur jedem wärmstens empfehlen.
Und wieder eine Portierung eines Spielhallen-Klassikers. Bei den Namen mag man zwar zuerst an einen Bomberman-Klon denken, aber euch erwartet hier etwas ganz anderes. Als kleiner Held müsst ihr dem Level Bomben entschärfen und Gegnern ausweichen. Simples Spielprinzip, das solide umgesetzt ist. Das Spiel erschien echt auf vielen Konsolen und so hat der Gameboy natürlich auch einen sehr guten Port bekommen. In diesem Plattformer steuert ihr den Steinzeitmenschen Bonk. Gegner rammt hier mit eurem Dickkopf um und euch wird ansonsten hier echt gute Kost geboten. Der erste Castlevania-Teil auf dem Game Boy war ja leider nicht so der Bringer. Dieser Teil ist aber im Gegensatz dazu sehr gut geworden. Es wird euch also solide Action-Plattformer-Kost im Stil der alten Teile geboten. Mit eurer Peitsche und den üblichen Extrawaffen bewaffnet, macht euch auf, um Dracula zu erledigen. Das Spiel ist natürlich die Portierung des Spielhallen-Klassikers aus dem Jahre 1980. Das Spielprinzip ist simpel. Von oben kommen schlangenartige Wesen, die ihr abschießen müsst und dabei natürlich anderen Gegnern ausweichen. Abgeschossene Gegner werden dann zu Hindernissen, die ihr dann zuerst wegschießen müsst. Solide Umsetzung, die nichts großartig hinzufügt. Cool Ball ist bei uns unter dem Namen Pop-Up erschienen. Hier müsst ihr einen Ball über verschiedene Ebenen zu einem Ziel lenken. Dazu benutzt ihr zum Beispiel Trampoline und so weiter. Aber natürlich machen euch auch so einige Hindernisse das Leben schwer. Nettes Puzzlespiel mit einem etwas anderen Ansatz, das aber durch die etwas schwammige Steuerung frustrierend werden kann. Absolut gruseliger Titel zu dem bekannten Film. In diesem Rennspiel steuert ihr euren Wagen aus der Ego-Perspektive. Das ist für den Gameboy ungewöhnlich, hat aber auch einen einfachen Grund. Das System ist einfach nicht darauf ausgelegt. Hakelige Steuerung und miese Technik vermiesen einen aufkommenden Spielspaß. Und wieder eine Portierung eines Spielhallen-Klassikers. Hier steuert ihr ein kleines Männchen durch Level und eure Aufgabe ist es, Gegner zu zerstören. Da diese jedoch unterirdisch leben, müsst ihr euch zuerst zu ihnen durchbuddeln. Wenn ihr sie erreicht habt, pumpt ihr sie dann voller Luft und dann sterben sie. Bei dem Spiel hatte ich eigentlich eine lieblose Lizenzversoftung erwartet, wurde aber positiv überrascht. Ihr steuert Ariel fast wie in einem Shoot'em'up durch Wasser und müsst Gegner erledigen und kleinere Knobeleinlagen lösen. Fans der Vorlage könnt ihr auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Mit Double Dragon sollte man eigentlich viel falsch machen können, oder? Ich meine, ist der Vorgänger ja durchaus solide. Leider ist das falsch. Die Kernmechaniken stimmen einfach nicht und so macht das Beat'em'up absolut keinen Spaß und es wird einfach kein Spielflow aufkommen. Finger weg von diesem Teil. In diesem Action-Adventure steuert ihr das berühmte Frankenstein-Monster durch ein riesiges Anwesen und müsst die Körperteile eurer Angebeteten retten. Die wurde nämlich von den Fieslingen entführt. Das Spiel ist leider etwas undurchsichtig und ihr wisst oft nicht, wo ihr genau hin müsst oder was ihr tun sollt. Wenn ihr euch aber darauf einlässt, ist es solide. Musik.
Drop Zone ist die solide Portierung des Spielhallen-Klassikers. Hier steuert ihr einen einsamen Kämpfer aus der Seitenansicht und müsst Aliens abwehren. Dabei könnt ihr euch mit euren Jetpack frei bewegen und ihr müsst immer mit euren Schubdüsen arbeiten. Nett für eine Runde zwischendurch, aber nichts, was langfristig motiviert. Relativ sperriger Name, aber dahinter verbirgt sich ein solides Rennspiel à la F1 Race. Aus der Rückenansicht steuert ihr euren F1 Boliden über verschiedene Strecken. Für Abwechslung sorgen verschiedene Wetter- und Straßenzustände. Außerdem könnt ihr euren Wagen aufrüsten. Nichts Besonderes, aber ein solides Rennspiel für das System. Bei dem Titel habe ich ehrlich gesagt eine Flugsimulation erwartet. Wie der Name schon sagt, werden euch jetzt zwei Spiele im einen geboten, die im Prinzip beide klassische Beat'em-Ups sind. Im Fighting-Modus bestreitet ihr klassische 1 gegen 1 Ring-Matches und im anderen kloppt ihr euch im Side-Scroller-Manie durch Gegnerhorden. In diesem 2D-Plattformer steuert ihr, einen Feuerwehrmann. Dabei kämpft ihr natürlich nicht gegen die üblichen Monster, sondern gegen Feuerquellen. Aber nicht nur das, ihr müsst natürlich auch die Hausbewohner retten und dabei natürlich immer auf euren Wasservorrat achten. Ein klasse Spiel, das sich mal angenehm anders spielt. Heutzutage mittlerweile eher für seinen Grill bekannt, stand George Foreman damals auch bei Videospielen Pate. Das Boxspiel lässt sich dabei offensichtlich stark vom Punch-Out inspirieren, ohne jedoch auch nur ansatzweise an dessen Qualität heranzukommen. Leider ist es echt unfair schwer und so will kein Spielspaß aufkommen. Gradius 2 erschien bei uns unter dem Namen Nemesis 2 und ist natürlich der Nachfolger von Nemesis. Wie gewohnt wird euch hier gute Shoot'em-up-Action mit verschiedenen Waffen geboten. Es macht viel Spaß, euer Schiff mit der Knacking-Steuerung durch die Level zu schleusen, wobei das Spiel natürlich genre-typisch nicht gerade leicht ist. Finger weg von diesem Spiel, das ist leider echt nicht gut geworden. Ihr steuert Gizmo in diesem Plattformer durch Umgebungen, die sich grob an der Filmvorlage orientieren. Leider ist es jedoch auch fast unspielbar schwer und es wird einfach kein Spielspaß aufkommen. Wie der Titel es schon sagt, erwartet euch hier das Spiel zum zweiten Kevin allein zu Hause Film. Leider erwartet euch hier eine eher schlechte Lizenzversoftung. In den verschiedenen Leveln müsst ihr immer die Plattformer-Manie Gegenden durchsuchen, um weiterzukommen. Leider ist das Ganze undurchsichtig und die Steuerung ist auch nicht gerade die beste. Finger weg. Hier erwartet euch natürlich das Spiel zu dem bekannten Film. Und rate mal, was es geworden ist. Okay, ihr seht es ja selbst. Es ist natürlich ein Plattformer. Der ist aber recht solide geraten, bietet jetzt aber nichts großartig Besonderes. Wie der Name schon sagt, ist es ein Golfspiel, für das der Golfer Jack Nicklaus Pate stand. Zum Spiel an sich gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist halt ein Golfspiel, was aber für die Verhältnisse des Gameboys durchaus solide ist.
In diesem Basketballspiel übernimmt er die Steuerung über einen der bekannten Sportler. Wie der Name schon sagt, geht es jedoch um 1 gegen 1 Matches der beiden. Das Spiel ist okay, aber ganz ehrlich, braucht das heute noch wer? Mittlerweile von Nintendo leider fast vergessen, steuert ihr in diesem Spiel den kleinen Engel Ikarus durch diesen Plattformer. Mit euren kleinen Bogen könnt ihr Gegner erledigen. Besonderheit ist dabei die Levelgestaltung. Die geht nämlich eher von unten nach oben als wie üblich von links nach rechts. Wenn ihr mal einen etwas anderen Plattformer spielen wollt, könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen. Kirbys erster Auftritt und dann gleich ein verdammt guter. In diesem Plattformer steuert ihr die bekannteste rosa Knutschkugel durch das Traumland und erledigt Gegner, indem ihr sie aufsaugt. Ein prima Spiel, das auch nicht zu schwer geraten ist. Perfekter Kandidat für ein lockeres Zocken nach Feierabend. Das Spiel ist natürlich eine Lizenzsoftware der bekannten Zeichentrickvorlage. In diesem soliden Plattformer steuert ihr eine Auswahl der bekannten Charaktere durch thematisch passende Level. Alles solide umgesetzt, aber irgendwie fehlt es an etwas Besonderem. Wie der Name es schon sagt, geht es in diesem Spiel um Fußball. Aber nicht im klassischen Sinne, sondern als Tischfußball. Das ist solide umgesetzt, aber leider fehlt es dem Spiel an Tiefe, da es auf Dauer einfach öde wird. Immerhin gibt es sogar unterschiedliche Bodenbelege. Marble Madness ist natürlich die Portierung des berühmten Spielhallen-Klassikers. Auf den Gameboy mussten dann natürlich einige Abstriche gemacht werden, aber es ist zumindest spielbar. Klassischerweise begegnet euch ein harter Schwierigkeitsgrad. Wenn ihr Marble Madness spielen wollt und die Auswahl habt, solltet ihr aber zu einer anderen Version greifen. Das Jahr war ein gutes für Mega Man-Fans. Gleich 2 Spiele erschienen für das System. Anders als sein Name vielleicht vermuten lässt, ist dieses hier aber kein direkter Port der NES-Version. Es borgt sich dafür einiges aus dem zweiten und dem dritten Teil der Heimkonsole. Ansonsten wird euch hier das gute alte Mega Man-Gameplay geboten, wobei das Spiel eher leicht ausgefallen ist und so zugänglicher ist. Dieser Mega Man-Titel ist keine Portierung eines anderen Titels und wurde extra für den Game Boy erschaffen. Der Titel ist grundsolide und bietet typische Serienkost, die gerne auch mal sehr knifflig ausfällt. Fans des blauen Roboters können hier auf jeden Fall zugreifen. Megalith ist einer dieser gefühlt tausenden Puzzler auf dem Gameboy. Das Spielprinzip ist natürlich simpel. Ihr steuert ein kleines, an Kirby erinnertes Knuddelwesen und müsst Blöcke in einem Level so arrangieren, dass sie alle auf dem Boden sind. Dazu könnt ihr springen und diese ziehen und schieben. Klingt einfach, wird aber natürlich immer komplizierter. Das Spiel macht durchaus Spaß und ist einen Blick wert. Der zweite Metroid-Teil war lang erwartet und erschien auf dem Gameboy. Es zählt aber nicht umsonst zu den besten Spielen des Systems. In diesem, naja, Metroidvania erkundet ihr einen Planeten, erledigt Gegner und schaltet euch durch neue Gegenstände und Fähigkeiten immer wieder neue Abschnitte frei. Ein Muss für jeden Gameboy-Begeisterten.
Disney-Spiele waren in diesem Zeitabschnitt meistens sehr gut und dieses Spiel ist diesbezüglich auch keine Ausnahme. Teilweise steuert ihr Mickey oder Minnie Maus in diesem Plattformer. Ab und zu lockern auch andere Abschnitte das Spielgeschehen auf und so müsst ihr zum Beispiel an Luftballons hängend Hindernissen ausweichen. Ein solider Plattformer, der allerdings nichts großartig Besonderes bietet. Missile Command ist mal wieder die Umsetzung eines alten Spielhallenklassikers, der erst mal 1980 erschien. Dadurch ist das Spielprinzip natürlich sehr simpel. Ihr müsst stets vor feindlichen Raketen beschützen. Um das zu erreichen, steuert ihr ein Fahnenkreuz und schießt die Dinger dann ab. Für eine kurze Runde zwischendurch okay, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Naja, jetzt mal ganz ehrlich. Was erwartet ihr bei diesem Titel? Euch erwartet hier eine sehr solide Umsetzung des Brettspieles ohne viel Schnickschnack. Wenn ihr das Spiel auf dem monochromen Handheld zocken möchtet, könnt ihr hier auf jeden Fall zugreifen.